Hi, ich bin Flo von Bike24 und wir sind heute in einem unserer Stores in der Dresdner Neustadt. Ja, Piet, wir haben dich heute hier als Experten. Erklär doch nochmal kurz, was ist Prism? Gerne. Prism, ganz allgemein, ist unsere neue Gläsertechnologie für mehr Details, bessere Kontraste, schnelleres Reagieren, sicherer unterwegs sein. Dazu habe ich extra dieses Gerät uns mal mitgebracht. Ich erkläre das ganz kurz mal. Das ist ein Spektrometer. Also sprich, wir haben hier eine Lichtquelle, die kann uns Tageslicht simulieren. Licht geht hier rein in dieses kleine Messgerät. Das Messgerät spuckt uns das hier aus. Also das kann nach Wellenlänge und nach Farbe ausmessen. Lichtspektrum quasi. Ganz genau, es geht ums Lichtspektrum. Ich habe auch ein paar andere Gläser dabei. Wenn wir uns das mal angucken, was macht das? Das macht im Prinzip dunkel. Wenn wir uns jetzt dagegen mal ein Prismglas angucken, wir fangen mal mit Prism Road an, dann sehen wir hier, passiert schon ein bisschen mehr als einfach nur abdunkeln. Wenn wir uns das genau angucken, sind zwei Dinge wichtig. Erstens wichtig sind diese zwei Täler. Das sind Bereiche vom Licht, mit denen können unsere Augen gar nicht so gut umgehen. Die Bereiche werden dementsprechend mehr gedämpft von dem Glas. Genau, die werden so gut wie rausgenommen, weil das ist in Anführungsstrichen schlechtes Licht fürs Auge. Okay. Die Hügel hier in dem Profil, das ist das Licht, mit dem können unsere Augen sehr gut umgehen. Und hier wird dann eben jetzt noch dosiert, wie viel lasse ich an blauem Licht durch, wie viel grünes, wie viel rotes, sodass ein Glas ganz genau zu einer Umgebung passt. Wir haben jetzt hier Prism Road, wie gesagt, da geht es um Grautöne. Asphalt, Teer, Pflaster, alles irgendwie grau. Und da möchte ich ja möglichst gut sehen, gerade wenn ich schnell auf dem Rennrad unterwegs bin, gibt es da Schlaglöcher, gibt es da Risse im Asphalt. Durch dieses Profil, dadurch, dass mehr Blau, mehr Rot kommt, kann ich sowas sehr gut erkennen. Bei Trail, das wäre unser Glas für den Wald. Und im Wald haben wir natürlich eine ganz andere Umgebung, ein ganz anderes Licht, ganz andere Farben. Im Wald zwei dominante Farben, Brauntöne, Grüntöne. Davon kommt sehr viel durch. Blau ist im Wald weniger vorhanden, spart man sich. Man gibt dem Auge nur die wichtigen Sachen durch, das wichtige Licht durch. Das unwichtige, das schlechte Licht wird da rausgefiltert. Dann haben wir als drittes noch dabei unsere Prism Lifestyle Varianten. Da sehen wir jetzt, es kommt relativ gleichmäßig die drei Primärfarben durch. Das sind die drei Farben, mit denen arbeitet unser Auge. Das heißt, ich habe einen schönen Kontrast in allen möglichen Umgebungen. Ja, Piet, vielen Dank für die kleine Physikstunde hier. Gerne. Wenn ihr noch Fragen habt, dann kommentiert doch einfach und abonniert unseren Kanal. Piet, ich fahre leidenschaftlich gerne Mountainbike. Was würdest du mir da ans Herz legen? Ich bin großer Fan von der Doorbreaker. Riesensichtfeld, viele Verstellmöglichkeiten, schließt super ab, macht Spaß. Na mit dann. Prism Trail natürlich. Probieren wir es mal aus.